So, was euch noch auffällt, das Gebiet hat sich hier natürlich auch verändert durch den Regen, Alter. Alles hier grün und schön und ganz nebenbei sind diese ganzen verdorrten Bäume verschwunden, was wiederum bedeutet, dass ich hier oben jetzt weitergehen kann. Yep. Und ich kann in dieses kleine Gebiet hier eben eindringen und diese beiden Schatztruhen um ihren Inhalt erleichtern. Lachs erhält Dornenlanze und Lachs erhält Winterknolle. So, die Dornenlanze ist natürlich meine neue Waffe für dieses Gebiet. Rüste ich aber erst gleich aus, weil ich weiß, dass ich jetzt noch an anderer Stelle den Granitspeer brauchen werde. Schnups, schnups, schnups. Den Granitspeer brauchen werde. Was mich gerade auf etwas bringt. Etwas, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte, weil ich das noch nie im Leben ausprobiert hatte. Das Dumme ist jetzt nur, dass sie mich unter Umständen, ja, je nachdem, wie weit die Entwickler mitgedacht haben. Also unter Umständen trickse ich mich jetzt selber aus und darf die ganze Passage dann jetzt gleich nochmal spielen. Kann aber auch sein, dass die Entwickler auf eine gewisse Art und Weise mitgedacht haben. Ich bin gleich gespannt. Ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Zunächst mal gehen wir jetzt hier weiter. Wasser ist gestiegen, klar. Das heißt, wir können jetzt diese neue Passage hier betreten, überqueren. Sind wir jetzt im neuen Gebiet, klar. So, hier ist jetzt wieder alles ein bisschen verdorrt und weniger schön. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass hier irgendwo ein weiterer Regenaltar auf uns warten wird. Lachs erhält Gegengift. Wunderbar. So, okay. Was meine ich jetzt die ganze Zeit mit austricksen? Das hier ist mal wieder ein Felsbrocken, den wir mit dem Granitspeer kaputt machen können, sollen. Wie auch immer. Wir müssen ihn kaputt machen, ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Game over, könnte man fast sagen. So. Wenn ich jetzt aber, was mich immer gewundert hat, der Granitspeer, eine Waffe, die essentiell wichtig ist, weil sie eben die einzige Waffe ist, die solche, na, die solche Felsbrocken durchdringen kann. Der Granitspeer, eine solch wichtige Waffe. Warum ist der Granitspeer keine von den vier legendären Waffen oder so, die hier irgendwann in der Mitte zu finden sein werden? Sondern stattdessen eine ganz normale Waffe, die hier mit den anderen zusammen aufgelistet wird und die theoretisch auch im schwarzen Loch verschwinden kann. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ich muss es ausprobieren. Ich habe es noch nie im Leben ausprobiert. Was passiert eigentlich, wenn man den Granitspeer wegwirft? Weil eigentlich, man kommt doch dann nicht weiter. Das solltest du nicht wegwerfen. Ah, okay, da kommt eine Nachricht. Interessant. Wie sieht's? Beim Sonnenstab werde ich gefragt. Soll es wirklich weg? Ja, nein. Das ist interessant. Das wusste ich nicht. Die Entwickler haben mitgedacht. Okay, cool. Bin ich zufrieden. Habe ich es das erste Mal gesehen. Das ist super. Hätte ich nicht gedacht, nee. Aber ich habe zugegebenermaßen auch noch nie davon gehört, dass irgendjemand sich das Spiel auf die Art und Weise kaputt gemacht hätte. Also, es wäre sehr seltsam gewesen. Aber, naja. Du musst einen Regenaltar finden. Aber das finde ich schön, ja. Wenn Entwickler da auch nochmal zwei Ecken weiterdenken oder so. Nichtsdestotrotz, dann bedeutet das ja, der Granitspeer ist keine legendäre Waffe in dem Sinne, aber man kann sie trotzdem niemals im Leben loswerden. Da kann man ja irgendwie von Glück reden, dass man für gemeinhin die Waffen nicht doppelt oder dreifach finden kann. Würde jetzt beim Granitspeer sowieso relativ wenig Sinn machen, wenn er doch so toll und super ist und so eine tolle Spezialfähigkeit hat, aber naja. Lachs erhält Heilknolle und du musst einen Regenaltar finden, das war die zweite Seele. Später könnte das aber, naja, beziehungsweise klar, die Waffen, die man im Shop kaufen kann, die könnte man sich theoretisch natürlich in doppelter, dreifacher Ausfertigung oder so zulegen. Aber wer macht das schon? Die nehmen dann aber auch nicht doppelt Platz weg im Inventar. Also, sprich, neben der Waffe wird dann einfach nur eine Zahl eingeblendet. Weil es kann ja doch mal sein, dass man irgendwie eine Waffe im Laden kauft, aber die dann auf wundersame Art und Weise dann doch irgendwie in einem Dungeon zu finden ist. Und ich glaube, oder bei Westen oder bei Rüstungen oder so kommt das öfters mal vor. Nanu, diese Felswand sieht aber sonderbar aus. Sie wirkt so dünn, als ob sie ein starkes Tier einrennen könne. Ein starkes Tier könnte sie einrennen. Los, wir reizen mal ein bisschen die komische Kröte hier und lass uns eigentlich nicht vergiften. Eigentlich nicht vergiften? So, komische Kröte. Toro, Toro, ole. Oder auch nicht. Donnerkröte muss nicht sein. Ja, die komische Kröte hat uns jetzt gegen die komische Barriere befördert und es hat geholfen, die Barriere einzureißen. Du musst einen Regenaltar finden. Hm, praktische Sache. Unten ging es jetzt nicht weiter, ne? Ich muss es nochmal gucken. Ich bin gerade so ein bisschen. Ne, unten ging es nicht weiter. Gut, alles klar. Ich muss überall gucken und alles nochmal genau veranschaulichen und so. Und ich darf nichts vergessen, darf ich? Nein, 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 nein. Das ist
Das ist die Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe. Ich glaube nämlich, kann man sich hier irgendwas kaputt machen? Hier kaputt machen nicht? Doch, ich glaube, einen Kristall könnte man sich hier kaputt machen. Wenn man... Also man könnte ihn nicht bekommen, wenn man eben Sachen in falscher Reihenfolge erledigt. Aber nicht der Kristall, den bekommt man eigentlich immer. Du musst einen Regenaltar finden, aber irgendwo anders, glaube ich, war das so. Egal, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Habe ich 4 Seelen? Ja, habe ich. Zweiter Altar. Boah, wunderschön. Könnte man immer wieder Gänsehaut kriegen. Wusch, 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 wusch. Wobei natürlich die Frage ist, wer hat diese Altare damals erbaut? Es war die Rede von Eingeborenen. Hier irgendwelche seltsamen Schriftzeichen, Hieroglyphen quasi sehen, irgendwie auf dem Boden verteilt und irgendwelche Tier- oder vielleicht sogar Menschenknochen oder so, die hier herumstehen und alles irgendwie sehr seltsam. Was für ein komischer Kult mag hier wohl unterwegs gewesen sein? Naja. Kein Feind hier? Achso, ja genau, weil der Feind eine Seele hinterlassen hat. Also normalerweise spawnen die Feinde ja immer wieder neu, aber die Feinde, die eben eine Seele beherbergt hatten, die sind dann auch wirklich tot, wenn man sie erstmal erledigt hat. War ja in der Unterwelt in den Türmen auch anders. Also bei gewissen Feinden in den Türmen, die eben auch eine Seele hinterlassen hatten, aber die Seelen konnte man dann immer und immer wieder befreien. Befreien in Anführungszeichen, wenn man die Feinde dann eben ein paar Mal so... Also wenn man immer wieder raus und reingegangen ist und die Feinde dann immer wieder neu bearbeitet hat. So, hier oben ist jetzt nix. Das finde ich irgendwie doof, weil dann war der Weg total umsonst. Aber wir wollen ja gucken, ne? Und zum Glück ist der Lachs ein vorzüglicher Schwimmer. In der Tat. Tralali, tralala. Und jetzt schwimmt der Lachs einfach mal... Ne, wo schwimmt der Lachs hin? Schwimmt der Lachs wirklich schon runter? Oder schwimmt der Lachs... Doch eigentlich... Na gut, erstmal... Erstmal könnte ich mich um die Schildkröten nochmal kümmern. Ja, 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 ja. Immer mal. Alle Feuerkröten dieser Welt müssen leiden, sterben und so. Ja, ja, ja. Früher als Kind hätte ich eigentlich voll liebend gerne eine Schildkröte gehabt. Ich konnte da jetzt nicht reingehen, weil die Textbox kam. Er hat es nicht erkannt. Dop, 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 dop. Ich muss immer einen A-Knopf drücken. A-Knopf ist auch dieselbe Taste, um zu schlagen. Als die Textbox jetzt kam, hat er es nicht erkannt, dass ich reingehen wollte. Deswegen hat Lachs... Beziehungsweise die Spielfigur einfach nur zugeschlagen. Ist sehr... Hey, seltsam. Total verbuggt das Spiel. Das geht ja mal gar nicht. Das Sonnenlicht bricht durch. Tralali und tralala. So, neues Gebiet. Viel Wasser hier. Was ein Vorteil ist. Arg wurde geröstet. Aber kein Gras. Du musst einen Regenaltar finden. Ja, so langsam aber sicher. Wissen wir es und die Seelen wissen vermutlich auch schon, dass wir irgendwie dabei sind, hier alles zu regeln. Meine KP machen mir so ein bisschen Sorgen. Nur ein ganz kleines bisschen. Naja, unter Umständen muss ich dann noch mal eine Knolle einpfeifen, aber ich glaube, das ist auch noch vertretbar. Jetzt könnte ich nur ein kleines Problem haben. Hier ist der Altar. Hab logischerweise erst eine Seele gefunden, deswegen passiert da jetzt noch nichts. Wenn ich mich jetzt hier weiter umgucke... Weiß ich noch nicht, wo die Reise hingeht. Hier ist nix, hier ist... Ich bin falsch gegangen, beziehungsweise ich hab's in der falschen Reihenfolge gemacht. Ach, verdammt. Hab mich irritieren lassen. Ja, wir müssen nämlich nochmal zurück und nochmal zu den komischen großen Baumstämmen, die so eine kleine Passage markiert haben. Und dort komme ich dann eigentlich auch weiter. Naja, man kann nicht alles im Kopf behalten. Schnups, 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 Schnups. Ansonsten bin ich relativ glücklich mit dem Feedback, was ich momentan zu dem Spiel bekomme. Könnte mehr sein, ja, aber das ist ja meistens so, wenn man irgendwie Let's Plays zu Nischentiteln irgendwie macht, aber gut, egal. Das Spiel scheint zumindest bei den Leuten, worüber ich sehr froh bin, gut anzukommen, die ja das Spiel vorher überhaupt nicht kannten. Also Twizer hat es mir gestern zum Beispiel auch mal so einfach im Skype-Gespräch geschrieben, dass er irgendwie Terranigma mal ganz lustig findet. Was ich nicht so gedacht hätte, weil, ich meine, er hatte auf seinem Kanal zusammen mit Teddy ja auch mal versucht, ein Super Nintendo-Spiel zu Let's Play, nämlich Secret of Mana. Und das hat den beiden ja überhaupt nicht gefallen, könnte man sagen, weil, ja,
Secret of Mana auch ein bisschen kompliziert, weil ich glaube, ich muss jetzt mal eine Knolle nehmen, sonst wird uns das komische Geräusch die ganze Zeit nerven. Übrigens kann ich jetzt auch die Dornenlanze endlich mal auswählen, weil ich glaube, das war der einzige Stein, den wir da kaputt machen mussten. Und ich glaube, an dem muss ich jetzt auch nicht mehr vorbei. Beziehungsweise müsste er jetzt, ich weiß gar nicht, ob er jetzt richtig kaputt ist oder ob ich ihn immer wieder kaputt machen müsste oder so. Ich habe keinen Schimmer. Also im Endeffekt. So, ja, Dornenlanze. Ist grün und so. Ist total toll. Power der Natur. Yeah, woohoo. Ja, Secret of Mana ist ja auch so ein Fall für sich. Ich bin ja auch der Meinung, irgendwie auch, es gab, oder es mag sehr viele Nostalgiker da draußen natürlich geben, die sagen, wow, Super Nintendo Rollenspiele sind das Beste, was jemals irgendwie gab und so. Und alles, was danach kam, war ja absolut gar nichts mehr. Lachs erhält 65 Taler, Lachs erhält Vital-Elixier. Aber die ganzen Spiele von früher, die hatten schon teilweise natürlich ihre Macken. Und manche davon sind nun mal ein bisschen besser gealtert als andere. Also, allein aufgrund des flotten Spielprinzips würde ich sagen, ist Terranigma nochmal mit am besten gealtert. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen subjektiv, diese Meinung, aber gut. Ja, ich meine, wer sich auskennt oder wenn ihr euch auskennt, wenn ihr Super Nintendo Rollen spielen, könnt ihr mir dazu gerne natürlich auch mal eure Meinung schreiben. Du musst einen Regenaltar finden. Aber wenn ich so an Secret of Mana oder Secret of Evermore denke, alles, beides ganz tolle Spiele. Du musst einen Regenaltar finden. Aber aus heutiger Sicht eben mit so ein paar kleineren Macken. Sei es nun ein bisschen das Level-System, sei es nun die Tatsache, dass man auch ein bisschen mehr vielleicht suchen musste, wo es jetzt tatsächlich lang geht als in anderen Spielen und so. Und das bisweilen sicherlich ein bisschen anstrengend ist. Du musst einen Regenaltar finden. Ja, genau. Wenn man an der Stelle jetzt zurückgegangen wäre, dann hätte man diesen Kristall hier nicht mehr bekommen. Denn später ist hier natürlich alles mit Wasser gefüllt. Und dann kann man den nicht mehr holen. Deswegen, jetzt schön irgendwie hinten in die Ecke laufen. Schöne Kristalle sichern. Hey, ja, weil ansonsten, ne, das wäre ja doof, wenn man den Kristall da nicht mitnimmt. Wupp, 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 wupp. Bei der Kröte natürlich immer schön ausweichen, damit man nicht von der komischen blauen Kugel erwischt wird, die sie immer wieder ausspuckt. Und ich merke, dass wir uns hier in Sui dem Ende nähern, aber ich noch nicht auf Level 14 bin, was mich ein bisschen wurmt. Und ich hoffe sehr, dass das sich das gleich noch ändert. Ihr könnt natürlich zwischenzeitlich, na gut, wir gehen jetzt erstmal noch zum Regenaltar, bis dahin werde ich noch ein paar feine Schnätze. Ansonsten werde ich vielleicht mal auf den Ego-Spiegel gucken. Der Ego-Spiegel ist eben das, was wir im, ja, im Menü haben, in der Truhe. Ah, okay, hat sich erledigt. Level 14 erreicht. KP steigt um 9, Stärke steigt um 2, das ist wichtig. Abwehr steigt um 3, das ist natürlich auch schön. Und Glück steigt um 2. Also der Level, ja, das Level Up hat uns mal gehörig nach vorne gebracht, was unsere eigenen Werte angeht. Upp, 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 upp. Und auch, na gut, Feuerkröten brauchen immer noch 2 Schläge, aber damit kann ich so einigermaßen leben. Das wird uns aber sehr helfen, jetzt hier für den Endgegner, der auch schon, ja, der knifflig sein kann, wenn man eben nicht das richtige Level hat, weil er ist dann halt so eine, ja, zähe Angelegenheit, aber mit dem richtigen Level. Und ich glaube, dass die Barriere hier bei Level 14 war. Mit dem richtigen Level sollte das eigentlich kein Problem sein. Wenn es natürlich Level 15 ist, dann bin ich ein bisschen gearscht. Aber kann es mir nicht so richtig vorstellen. Weil die ganzen anderen Gegner, die bekomme ich ja mittlerweile hier eigentlich auch ohne Probleme besiegt. Zack, 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 zack. Eine Truhe müsste ich mir noch holen, aber ich hoffe, dass ich da gleich noch hinkomme. Schnups, 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 Schnups. Ich glaube, in der Truhe ist dann auch ein, könnte sogar sein, dass da noch ein Stärke-Elixier oder so drin ist. Mal gucken. Altar 3. Zumindest weiß der Hering, wo er hin muss. Das ist immer von Vorteil, glaube ich. So. Gut. Wer auch immer diese 4 Seelen waren, sind diese Seelen die Tiere oder sind das vielleicht sogar die Menschen, die Eingeborenen oder so, die hier früher gebetet haben? Ich weiß es nicht so richtig. Die stellen sich auch nicht mit dem Namen vor. Hallo, ich bin Seele Karl-Heinz Gustav oder so. Schön, dich kennenzulernen. Danke, dass du mich befreit hast und jetzt mach mal weiter, damit ich bald wieder irgendeinen Körper bekommen kann oder so. Also, weiß ich nicht genau. Kam es mir jetzt gerade nur so vor oder hat es ein bisschen geruckelt? Ich hoffe,
weiß nicht genau, ob ihr das jetzt auch gesehen habt oder nicht. Seltsam. Normalerweise ruckelt dieses Spiel nicht. Es kommt generell relativ selten vor, dass... selten. Dass Super Nintendo-Spiele ruckeln. Nein, das ist auch Schwachsinn. Kommt aufs Spiel an. Kommt drauf an, wie die Entwickler gearbeitet haben.